In Wien kam es im Sommer bisher zu 3 brutalen Angriffen auf Obdachlose, die in 2 Fällen mit dem Tod der Opfer endeten. Auch an jenen Menschen, die zurzeit auf der Straße leben, sind diese Übergriffe nicht spurlos vorbeigegangen. Die Streetworker der Caritas versuchen genau diesen Menschen zu helfen. Gegen Kälte und Hitze haben die Streetworker schon länger passende Hilfsmittel. Bei körperlichen Übergriffen ist das schwieriger. Die Streetworker verteilen daher Trillerpfeifen und Taschenalarme an die Obdachlosen. Damit können sie den Angreifer im besten Fall in die Flucht schlagen, aber zumindest die Wahrscheinlichkeit steigern, dass andere Personen auf den Vorfall aufmerksam werden. Ohne die Mithilfe der Bevölkerung sind aber auch diese Hilfsmittel wirkungslos, wie uns Caritas-Streetwork-Leiterin Susanne Peter berichtet. Wichtig ist natürlich, dass dann auch die Bevölkerung reagiert, wenn man jetzt irgendwo ein Pfeifen hört oder diesen Taschenalarm, dass man nicht einfach vorbeigeht, sondern einfach dann schaut, was ist da los, braucht wer Unterstützung, und kann schon sein, dass ich mich dann nicht hingehen trau, ja, aber dass ich dann einfach 133 wähle und die Polizei hole. Dabei kannte Frau Peter eines der Opfer sogar persönlich. In einem Park treffen wir den 50-jährigen Wilhelm aus Tschechien. Seit 8 Monaten lebt er in Wien. Trotz der Gefahren schläft Wilhelm auf einer Parkbank. In eine Notschlafstelle möchte er nicht. Solange es warm ist, schläft er lieber im Freien. Zwar freut sich Wilhelm über den Alarm und die Pfeife der Caritas, Schutz findet er aber hauptsächlich in der Gruppe. Normal, wir schlafen hier 3. Ich bin Tschechisch und 3 Slowakei. 2 Slowakei, sorry. Wilhelm hatte bereits einen Taschenalarm. Dieser wurde ihm jedoch gestohlen. Grundsätzlich wird die Hilfe der Caritas von den Obdachlosen gut angenommen. Also die Notschlafstellen werden sehr gut angenommen. Auch die Pfeifen und Alarme sind sehr unterschiedlich, dass sie Klientinnen annehmen. Es gibt manche, die sagen, nein, brauche ich nicht, danke. Und manche nehmen es sehr gern an. Wir haben zum Beispiel jetzt auf der Donauinsel jemand so einen Alarm und Pfeifen geben. Und dann hat er gesagt, kann ich das vielleicht für den Freund auch gleich haben. Während sich Wilhelm im Freien nicht unsicher fühlt, ist die Stimmung beim ehemaligen Taxifahrer Alois, den wir im Tageszentrum der Caritas am Wiener Hauptbahnhof treffen, getrübt. Zuerst ist mir gar nicht so tragisch vorkommen, aber wie ich dann mitgekriegt habe, dass es auf Leben und Tod geht, dann kippt das Ganze. Weil dass man einfach ausgeschaltet wird, ist halt schwierig. Das kann man nicht verstehen. Das geht einem Kopf nicht hinein. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie ist es Ihnen damit gegangen? Es verfolgt einen innerlich total, weil man ja auch in die Situation kommen könnte. Und ich bin immer so schnell, dass ich davonlaufen kann, weil sonst kann man ja nichts tun. Zwar trägt Alois ein Taschenmesser bei sich, Schutz findet aber auch er hauptsächlich in der Gruppe. Von der Polizei will er sich nur ungern helfen lassen. In der Vergangenheit hat er keine guten Erfahrungen mit den Beamten gemacht. Ich bin nur unter Leute, wenn es geht. Also ich bin vor ein paar Tagen, habe ich immer einen Schlafplatz gesucht, draußen, da war ich draußen, da sucht man sich, weil ich ja Taxifahrer war, dann weiß ich schon Plätze, wo es wirklich einfach ist, wo keine Polizei vorbeikommt. Dass viele der Obdachlosen Angst vor Übergriffen haben, spürt auch Frau Peter. Ja, es ist, glaube ich, auch so dieses Unverständnis und die Angst, quasi auf die Leute loszugehen, die nichts haben. Wir gehen schlafen, wir gehen nach Hause, machen die Türe zu und sind im sicheren Bereich. Obdachlose können keine Türe schließen. Obdachlose Menschen leben im öffentlichen Raum und sind dem quasi ausgeliefert. Aktuell ist die Caritas deshalb verstärkt auf der Straße unterwegs, auch um aufzuklären, denn teilweise wissen die Obdachlosen gar nichts von der drohenden Gefahr, weil ihnen der Zugang zu den Medien fehlt. Weder Wilhelm noch Alois glauben daran, dass der Täter rasch gefasst wird. Susanne Peter wünscht sich nichts sehnlicher als eine zügige Aufklärung des Falles. Der größte Wunsch ist natürlich, dass diese Attacken aufhören, dass man den oder die Täter findet, dass obdachlose Menschen wieder halbwegs in Ruhe auf der Straße schlafen können. Und sie sind jetzt eh immer der Gefahr ausgesetzt, aber dass wenigstens sie dieser Gefahr nicht mehr ausgesetzt sind, das wäre das Wünschenswerte.